Zum Fahren mit einem Stadtteilauto brauchst du als registrierter Nutzer nur drei Dinge. Ein Auto, deine Campuscard und deine PIN. Schon kann es losgehen. Unsere Videoanleitung zeigt dir jetzt noch einmal Schritt für Schritt, wie das Ausleihen eines Flowcars funktioniert. Flowcars sind grundsätzlich VW-Ups und stehen einfach irgendwo im Osnabrücker Stadtgebiet. Die zweite Kategorie von Stadtteilauto sind die Stadtcars, die immer an festen Stationen parken, lange im Voraus gebucht werden können und bei denen es verschiedene Fahrzeugtypen gibt. Aber zurück zu den Flowcars. Wenn du am Straßenrand oder auf einem Parkplatz zufällig eins entdeckst, kannst du es ohne Anmeldung einfach nehmen. Mit deiner Campuscard öffnest du die Tür, nimmst den Bordcomputer mit dem Schlüssel aus dem Handschuhfach, gibst deine PIN ein und ab geht's. 72 Stunden lang kannst du fahren, wohin du willst. Natürlich kannst du zwischendurch Fahrpausen machen. Dann schließt du die Tür einfach mit dem Schlüssel ab, ohne dich aus dem Bordcomputer auszuloggen. Beim Parken im Osnabrücker Stadtgebiet brauchst du übrigens keinen Parkschein und auch keine Parkscheibe. Wenn du nach spätestens 3 Tagen alles erledigt hast, sollte der Tank für den nächsten Nutzer zu mindestens 1/4 gefüllt sein. Mit einer Karte kannst du das Tanken bei allen Aral- und Westfalen-Tankstellen bezahlen. Woanders musst du das Geld auslegen. Am Ende deiner Fahrt stellst du das Auto einfach irgendwo im öffentlichen Parkraum des Stadtgebiets ab, legst den Schlüssel zurück und verschließt das Fahrzeug mit deiner Campuscard. Eine Karte auf der Website oder die App zeigen dir die möglichen Parkzonen. Wenn du das Flowcar innerhalb des roten Bereichs abstellst, bezahlst du für deine Fahrt nur den festen Preis für die Dauer der Ausleihe und die gefahrenen Kilometer. Beim Abstellen innerhalb des dunkelblauen Bereichs fallen 5 Euro zusätzlich an, innerhalb der hellblauen Zone 10 Euro. Wenn du mal ein Flowcar brauchst, aber keins am Straßenrand stehen siehst, kannst du einfach die Stadtteilauto-App benutzen, online nachschauen oder bei der Hotline nachfragen, wo das nächste Flowcar steht. Du hast dann die Möglichkeit, es zu reservieren und innerhalb der nächsten halben Stunde abzuholen.